Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Silent Hill 4, The Room, hier auf The Nine of Life mit mir, dem Drake. So. In der letzten Folge haben wir gar nichts geschafft, das kann man mal so festhalten. Dafür wird es in dieser Folge ein bisschen weiter vorangehen. Ich habe ein bisschen mit dem Sound gespielt. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Das hat mir nämlich so gar nicht gefallen, wie der war. Okay, das bringt gar nichts, was ich hier mache. Der dann hier ganz kurz hoch. Oh Gott, ey, diese Storchen. Ja, ohne Scheiß. Hier liegt nämlich Pistolenmunition. Komm. Wer kommt auf die Idee? Ja, danke. Alter, ich sterbe. Es ist Zeit, dass wir dahin laufen, wo ich hin muss. Dieses Wurmviech ignorieren wir jetzt einfach mal. Da können wir, glaube ich, nicht viel mitmachen. Wer kommt auf die Idee, die Default-Auswahl auf Nein zu machen, wenn du Items aufheben willst oder irgendwie sowas? Und es sind nicht nur Items, da kommt noch mehr dazu. Da sind... Okay, können wir überall nicht hin, das weiß ich schon. Wenn man durch bestimmte Durchgänge gehen will und sowas, man steht immer auf Nein. Erstmal. So, wir gehen erstmal auf die Männertoilette. Das ist nämlich vorhin auch schon passiert und ich weiß nicht, was das war. Was? Sieht aus, als wäre niemand drin. Oh Gott, dann sieht aus, als wäre niemand drin. Und hier ist nichts. Wenn es so aussieht, als wäre niemand drin, schreit mich jetzt garantiert irgendwer an. Okay, ist nichts passiert. So, dann gucken wir doch mal, wo Cynthia? Wie ist sie so? Ich glaube, die ist Cynthia. Was? Ich glaube, dass jemand drin ist. Ich glaube, dass jemand drin ist, ja. Wir müssen immer die Toiletten checken. Oh, ist nix. Wo könnte diese... Wo könnte dieses verrückte Loch hinführen? So, genau das meine ich. Möchten Sie in das Loch steigen? Ja, sicher. Gib mir doch standardmäßig die Option auf Ja. Warum denn Nein? Das ist doch... Das wird noch öfter passieren, dass ich mich da verdrücken werde oder irgendwas. So, und das ist jetzt eines der Hauptfeatures von The Room. Ihr habt ja gesehen, wir waren gerade energiemäßig im roten Bereich. Sind jetzt durch das Loch gekrabbelt. Und wachen jetzt... in unserem Bett wieder auf. What? Another dream. But it seems so real. Or could it be? Was I really inside that woman's dream? Ah, that's just stupid. What am I thinking? What were they thinking? Zack, wir sind wieder zurück. Und die Energie füllt sich auf. Die Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, man hat nichts zum Heilen. Auch wenn ich jetzt hier... Hatte ich nicht irgendwo... Da. Ich habe ja hier diese Schokomilch. Das kann ich hier nicht verwenden. Okay, gut. Ich dachte, das wäre was zum Heilen. Okay, gut. Achso, das geht mit dem Digipad. Alles klar. Man heilt sich, glaube ich, nur hier. Und wir sehen ja, ich habe da ein Inventar. War das schon, hatte ich in der ersten Folge? Ja, in der ersten Folge war ich schon an der Kiste. Das ist so ein bisschen Resident Evil. Wir können also den Kram... Alter. Theoretisch in der Kiste ablegen. Bin mir aber nicht sicher, deswegen behalten wir die einfach nochmal mit. Ich weiß nicht, ob man ein begrenztes Inventar hat. Vermutlich schon. Wenn es eine Kiste gibt, wird man ein begrenztes Inventar haben. Aber naja. So. Diese Möbel sind hier, seit ich eingezogen bin. Das ist seltsam. Jemand hat das bewegt. Gerade stellen? Nö. Ja. Oh Mann, ey, das regt mich jetzt schon auf.
Wer könnte das getan haben? Und warum liegt da eine Waffe? Da liegt eine Pistole auf dem Boden. Ja. Ich muss mich da einfach dran gewöhnen. Einfache Handfeuerwaffe, wenig Durchschlagskraft. Cool. Und da steht was an der Wand, oder? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da ist etwas eingeritzt. Sieht aus, als wäre es mit einem Eispickel oder so gemacht worden. Ja, klar. Ein Eispickel. Hat jeder im... Egal. Die schwache Hoffnung, die ich hatte, wandelt sich langsam in Verzweiflung. Irgendwie habe ich den Tunnel so weit vorangetrieben, aber jetzt komme ich einfach nicht mehr weiter. Der Flur, die Fenster, die Wände. Diese Wohnung scheint in einer anderen Dimension festzusitzen. Eileen hat das nie bemerkt. Okay, so war immer das Gleiche. Eileen, erinnern wir uns, ist die Nachbarin. Und jetzt kommt nämlich was, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das damals am PC auch gesehen habe. Und deswegen wundert mich das so, weil man muss erst einmal in dem anderen Dings da gewesen sein, um das hier zu aktivieren. Wir schauen uns das jetzt mal an. Achtung. Room. Where the hell did I put that? There it is. So sitze ich auch immer auf meinem Bett und überlege, wo habe ich den verdammten Besen hingetan? Und gucke mich dann im Raum um und sage dann, ach, da ist er ja. Und gehe dann dahin. Guck mal, erkennt ihr den? Das ist Robbie Rabbit, glaube ich. Der kleine Kuschelhase aus Silent Hill 3. Telefon klingelt. Wir gehen aber nochmal an das Loch. Aber scheint sich nichts verändert zu haben. Okay, cool. Dann checken wir doch mal, wo das Telefon klingelt. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich einmal ganz kurz speichern. Ich glaube, man kann auch nur hier speichern. Ich bin mir fast sicher, dass der Raum sowas wie ein Hub ist. Nennt man das so? Hier managt man seine Items und so, könnte ich mir vorstellen. Alles andere ist dann irgendwie, läuft dann anders. Läuft dann halt außerhalb, so. Geh nicht hinaus, Walter. Ja, das hatten wir ja schon. Ich will durch den Spion gucken. Aber da war nichts, ne? Man hört ja sonst irgendwas. Gott, da wird irgendwas, springt mich da garantiert nochmal an. Das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Da habe ich so gar keinen Bock drauf, ey. So, Telefon war im Schlafzimmer. Die Steuerung ist wirklich, wirklich, wirklich tricky. Weil man guckt sich mit dem rechten Stick um, aber man dreht sich auch mit dem linken. Also mit dem linken läufst du dann, aber du drehst dich auch nach links und rechts mit dem linken. Das heißt, ich kann... Also das ist ganz merkwürdig, ich fühle mich seltsam an. Ich hoffe, ich gewöhne mich da noch dran im Laufe des Spiels. Where did you go? Hurry, save me! If you need a token, there's one here! Mhm. Oh, 911 anrufen. Passiert wahrscheinlich nichts, ne? Man muss einfach auch mehr Zeichen eingeben. Hört ihr das? Da ist auch irgendein... Ich werde mich hier noch so einscheißen. So krass einscheißen. Gut, dass ich keine Hose an habe. Aber das kriegen wir alles hin. Was? Was? Das sind wieder 10 Minuten? Ja, ich wollte durch einen Spion gucken. Achso, sie hat ja vorhin was fallen lassen. Das macht sie jetzt gerade sauber, oder was? Kommt sie nochmal zurück? Oh Gott. Ich hab doch den Arm schon gesehen und trotzdem erschreckt das mich. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist ja ein altes Spiel, 2004. Ob das jetzt in einem Loop läuft hier? Ne, jetzt ist sie einfach weg, ne? Okay. Ach, deswegen der Besen. Der ist bei ihr im Schlafzimmer?
Liegt der was unter dem Bett? Nee. Okay. Gut. Dann, Cynthia. Bat uns, sie zu retten. Nehmen wir den einzigen Weg, den wir kennen. Diese Geräusche die ganze Zeit. Welcher fisch ich bei, ne? Fischig? Nee, fuchsig. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Loch funktioniert. Also ich weiß, dass es verschiedene Stellen gibt. Oh Gott. Durch die man in den Raum zurückkommt, sozusagen. Aber ich weiß nicht, wie das definiert, wohin man zurückkommt. Wahrscheinlich also ich bin jetzt in dieses Loch rein, also komme ich auch in dieses Loch wieder raus. Vermutlich. Es ist eine Art Schaufensterpuppe. Sie hat eine Münze in der Hand. Münze für die U-Bahn-Linie Lynch Street. Kann beliebig oft verwendet werden. Lynch Street, also Lynch, auch schon wieder so eine Referenz, oder? Gruselig, erinnert mich irgendwie an Cynthia. Echt? Findest du? Und gruselig, warum? Achso, jetzt sieht man auch, das ist ein Schaufenster durch die Knie. Gruselig, weil die Arme blutig sind, oder wieso gruselig? Verstehe ich nicht. Henry, verstehe ich nicht. So, mit dem Coin. Achso, ich wollte das umstellen. Moment mal eben. Ja. Dadurch rennt er jetzt immer und ich muss den Knopf nicht drücken. Ich bin faul. So ein Knopf drücken ist schon harte Arbeit. So. Ganz kurz. Nee, wir müssen da nicht hin. Ich wollte. Egal. So. Wie war das jetzt? Wie? Hä? War das nicht hier? Hier? Liegt da Munition oder war es ein Schnauze? Okay. Ja. Ich wollte die gerade benutzen. Da hast du gesagt, kann ich die nicht verwenden. Hey. Ja. Willst du mich verarschen? Das geht gut los. Hatte ich erzählt, dass ich Schiss habe vor dem Spiel? Weil es nicht die besten Kritiken bekommen hat, so? Das Schlimmste kommt ja jetzt erst noch. Gegner. Geistergegner. Die durch Wände gehen können, soweit ich weiß. Ja, schreiben wir ihn an. Und die man, glaube ich, nicht killen kann. Seltsamer Automat, es steht 1 darauf. Die Tür da hinten können wir nicht öffnen, obwohl... Da kommt einer durch die Wand. So eine Kacke, ey. Da ist sie. Aber ich komme da nicht rein. Die Steuerung ist im Grunde eine Tanksteuerung. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn die Kameraperspektive sich ändert, hier zum Beispiel, dann ändert sich auch die Steuerung. Also ich muss... Ein Druckknopf, ja. Ich möchte den Druckknopf drücken. Die Tür des Wagens scheint sich geöffnet zu haben. Hä?
So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel lang gehe, dann wechselt sich die Perspektive gleich? Nee, doch nicht. Cynthia. So, gut, Cynthia ist da. Ich versuch's zu erklären, wenn es mal wieder passiert. Das ist, auf jeden Fall ist es echt unangenehm zu steuern. Ich kann auch nicht mit ihr reden jetzt oder so, ne? Ich kann nichts mit ihr machen. Okay, Viecher kommen, wir müssen weiter. Ich krieg scheinbar auch Schaden. Einfach nur, wenn sie in der Nähe sind. Ich hatte das... Alter. Ich muss hier irgendwie durch die Züge. Durch die Wagen. Hier? Ja. Das ist alles verriegelt. War denn das dann? Hier, nee, doch hier, hier geht's wieder rein. Ist auch ein bisschen seltsam immer, diese... Es ist nicht sehr, oh, nicht sehr offen. Warte mal, jetzt sind wir wieder hier. Also es lädt sehr... Guck mal, es ist niemand in der Nähe, ich krieg trotzdem Schaden. What the fuck? Also ich finde, es lädt sehr viel. Es sind sehr viele kleine Abschnitte immer mal wieder nur. Mal zur Seite. Hier war das okay. Ich weiß nicht, ob Cynthia sterben kann übrigens. Ich weiß nicht, ob ich sie beschützen muss. Oder irgendwas. Er ist mit irgendwelchen seltsamen Zeug gefüllt. Okay. Ach, jetzt geht's. Schaden, nur weil die in der Nähe sind. Und jetzt muss ich weiß nicht, ob ich Cynthia treffen könnte. Aber ich meine, ich sag mal, wenn sie da direkt hinter dem Viech steht, das ist auch nicht meine Schuld. Wow, 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 what the hell? Lass mich los! Scheint die nicht... Ich glaube, ich kann sie nicht töten. Ich meine, ich brauche dafür eine andere Waffe. So, wenn wir hier hochgehen... sind wir ja wieder oben an der an dem Ein- und Ausgang. Und da kamen wir, glaube ich, soweit ich weiß nicht raus. Der Ausgang. Okay, wir müssen die Münze benutzen. Komm, ja, okay. Aber Cynthia kommt nicht mit. Keine Sorge, ich habe auch über diesem Silent Hill wieder einen Guide griffbereit. Wenn ich nicht weiterkommen sollte, schaue ich natürlich in den. Aber ich habe das ja vorhin schon mal angezockt und ich bin schon weitergekommen als hier. Ich weiß nur gerade nicht. Wir müssen irgendwie durch die Züge, durch die Wagen durch. Irgendwo ist ein. Irgendwo kann man durch. Stehst im Weg. Halt, 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 da war gerade die Box. Hier. Hier ist eine Spielzeugkiste, da steht 1000 darauf. Sie ist verschlossen und ich kann sie nicht öffnen. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Gut, aber das hier, so funktioniert es. Hier müssen wir jetzt irgendwie weiter durch. Was zum Teufel... Ja, bin ich mir auch nicht so sicher, was das sein soll. Ob das Babymumien sind oder was? Keine Ahnung. Ne, hier wieder raus, ne? Ja, 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 ja. Wir kriegen das hin. Wir finden den Weg. Irgendwie. Stimmt, hier ist diese komische... dieser Körper.
find's so weird, dass Cynthia nicht redet. Ich bin's mittlerweile so gewohnt, dass Charaktere sich unterwegs auch unterhalten und so. Dass es so merkwürdig wirkt, dass sie jetzt nicht miteinander redet. Ich frage mich auch, was das für ein Boden hier ist. Ob das irgendwie, das klingt sehr matschig nass. Das scheint nicht die beste, die besten Züge zu sein. Oh, mir fällt auch gerade ein, es gibt übrigens keine Taschenlampe, habe ich gelesen. Und es gibt auch kein Radio. Was die These unterstützt, dass dieses Spiel ursprünglich nicht als Silent Hill angedacht wurde. Oder war, oder wie auch immer. Weil das sind ja so Elemente, ich sag mal, Taschenlampe und das Radio sind so die Dinge, da denke ich halt dran, wenn ich an Silent Hill denke. Und nicht an Löcher in der Wand, die mich in immer denselben Raum zurückbringen. So, und bis hierhin hatte ich nämlich gespielt und ab jetzt ist es wirklich komplett blind. Ab jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo ist der Guide. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Wozu habe ich sie jetzt befreit, wenn sie jetzt nicht mehr da ist? Ich muss mir den Timer mal irgendwie neben die Kamera stellen oder so. Dann gucke ich nicht immer weg. Okay, Home Sweet Home. In dem Raum, in dem wir gerade waren, wo wir durchs Loch gegangen sind, da war eine Leiter, die wir gleich benutzen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir die Münze nicht mehr brauchen. Ich will nämlich das mal ausprobieren, ob man... Ich habe noch nie irgendwie was hier reingepackt. Deswegen packen wir die direkt mal weg. So. Alles andere behalten wir erstmal. Die Weinflasche kann man als Waffe benutzen, deswegen werden wir sie auch erstmal behalten. Die Schokomilch, keine Ahnung, was man damit macht. Lassen wir erstmal. Mal rausgucken. Ich weiß nicht, ob sich da was verändert. Ich kann die Fenster nicht öffnen. Bis vor ein paar Tagen war das kein Problem. Seit ich diese Albträume habe, geht das nicht mehr. So, aber du kannst auch nicht weiter rausgucken. Cool. Gut, Henry. Speichern wir die Kiste doch nochmal ab. Ah ja, ich habe mich übrigens auch noch in gewisser Weise informiert, was die Enten angeht, weil es gibt auch in diesem Spiel wieder verschiedene Enten, die man erspielen kann. Aber mehr so im Stile von Silent Hill 1. Dieser fucking Hase, ey. Also nach dem Motto, was man... Es gibt 4 Enden, also gut, schlecht und dann nochmal so eine Art Plus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde jetzt nicht irgendwie krass gucken, dass ich hier irgendwas Spezielles erspiele. Weil ich es ja noch nie vorher gespielt habe und deswegen mir nicht irgendwie was spoilen will. Aber ja, es gibt hier jetzt nicht irgendwie... Es gibt keine Geheimenden oder irgendwie sowas, glaube ich. Vor allem gibt es kein Fun-Ende wie in den anderen 3 Teilen. So, und wer will hier jetzt was? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja auch schon wieder eine Woche her oder so. Ich habe, stimmt, wollte ich auch noch erzählen. Ich habe Silent Hill 3 das geheime Ende erspielt, auch für den Kanal hier. Und habe es dafür dann ja insgesamt jetzt dann 4-mal, also 3-mal komplett und einmal dann das Fun-Ende noch erspielt. Also durchgespielt quasi. Also 3,5 Mal durchgespielt, kann man glaube ich sagen. Und dachte mir dann, ey, ich habe doch hier die Collectors, die HD-Edition für die PS3. Warum spiele ich nicht die Trophäen mal eben schnell? Jetzt weiß ich ja, wie das Spiel läuft. Das dürfte dann ja nicht allzu lange dauern. Ich habe das wirklich nochmal, auch nochmal genauso oft. 4,5 Mal nochmal durchgespielt. Mir die Platin damit erspielt. Und
Zeitpunkt hatte ganz kurz keinen Bock mehr auf Silent Hill. Das kann man, glaube ich, so sagen. Alter Vater, ey. Hä, what? Ernsthaft? Kann man die nicht kombinieren oder sowas? Nee. Aber das ist auch merkwürdig. Ey, drückst auf Dreieck für die Karte, dann drückst du eigentlich nochmal auf Dreieck, damit die Karte wieder weggeht. Aber nee, dann machst du deine Notizen auf. So, was ist jetzt hier mit dem... Ich will die kombinieren. Du willst doch jetzt hier nicht alle... So. Ui, okay, cool. Okay, also willst du die wirklich... Weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Jetzt hätte ich schon wieder Robben, ist das krass. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier, okay. Shit, jetzt sind wir dann doch wieder in der Lynch Street. Ich hab die Tokens abgegeben. Aber warum will ich hier hin? Hier, das meine ich mit der Kamera. Ich laufe da jetzt dran vorbei, ja? Moment. Eben ist es passiert. Ich muss den Stick korrigieren, damit der dahin weiterläuft. Das ist ganz merkwürdig. So, aber jetzt, ich kann ja gar nicht, wo will ich denn jetzt hin? Vielleicht muss ich gleich das erste Mal den Guide wirklich zu Rate ziehen. Und da liegt Munition, das heißt, wir können da irgendwie hin, aber ich... Wüsste jetzt nicht wie. Nein. Ich komme ja nach oben auch nicht raus, weil ich jetzt die Coins nicht mit habe, was ziemlich dumm ist. Ich muss sagen, ich finde auch Geister für Silent Hill nicht cool als Gegner. Das ist irgendwie... Quatschig. So, was hat mir das denn jetzt hier gebracht? Das hat mir doch überhaupt nichts gebracht, oder was? Die Münzen zurückholen. Ich überlege gerade, was man... Also, was habe ich dadurch jetzt erreicht? Cynthia ist weg, ja. Ist das jetzt was Gutes? Keine Ahnung. Achso, das ist jedes Mal die Animation, oder was? Ja, okay. Dachte schon, jetzt wäre wieder irgendwas anderes passiert. Die Folge neigt sich dem Ende. Ich werde nochmal gleich ganz kurz meine Optionen durchgehen, was ich noch machen könnte. Wenn mir nichts weiter einfällt, werde ich in den Guide gucken, beziehungsweise wir werden gleich in der nächsten Folge dann einfach mal... Wo sind die Münzen? Nach oben hin nochmal rausgehen. Da, wo der Wurm ist, da sind ja auch noch ein paar Sachen irgendwie. Ansonsten gucke ich in den Guide. Ganz klar. Ich warte nur darauf, dass hier irgendwas Ätzendes passiert. Deswegen gucke ich, ich werde immer mal wieder reingucken. Genau. Aber ansonsten soll es das gewesen sein für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände, auch wenn ihr keine Lust habt. Okay, macht's gut. Ciao.